Wir haben jetzt hier so eine Art Spontan-Demo, oder im Hintergrund werden die Teller und Töpfe geklopft. Und was geht's denn hier heute Abend? Ja, es ist weniger eine Spontan-Demo als eigentlich eine künstlerische Aktion, die unter dem Motto lief Mietenwahnsinn-Symphonie und die auf den unerträglichen Umstand aufmerksam macht, dass es in Hamburg mittlerweile kaum noch möglich ist, überhaupt eine Wohnung zu finden und dass die Mieten hier kontinuierlich weiter steigen. Und die eben auch auf die Demo jetzt am kommenden Samstag hinweisen sollte. Okay. Es haben sich eben an ganz unterschiedlichen Orten in Hamburg Anwohnerinnen getroffen, um mit Hilfe von Kochtöpfen und Kochlöffeln für ein paar Minuten einen Klangteppich in der ganzen Stadt zu erzeugen und damit eben auf die steigenden Mieten hier in Hamburg aufmerksam zu machen. Ja, ein paar Minuten ist ja gut. Das ist jetzt schon über eine halbe Stunde hier. Das ist ja schon ordentlich. Ja, der Unmut scheint offensichtlich enorm groß zu sein. Okay. Hattet ihr mit so vielen Leuten gerechnet hier heute? Also wir hatten bei Facebook, glaube ich, um die 1000 Zusagen, aber das bezieht sich natürlich dann auch auf die ganze Stadt. Aber ich denke, dass gerade natürlich das Karolinenviertel und das Schanzenviertel natürlich auch Brennpunkte sind, die eben ganz extrem auch von dieser Entwicklung, die ja mittlerweile unter dem Fachwort Gentrifizierung diskutiert wird, auch betroffen sind. Was erhofft ihr euch für den Samstag, für die große Demo? Eine starke, entschlossene und große Demonstration. Danke.